Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Theo, die viele von euch kennen mich sicherlich, und ich habe die Ehre, hier im Auftrag oder als Teil des DENOC Event Orga Teams euch durch den Abend, wenn auch kurzen Abend, zu begleiten. Ich begrüße heute Hannes Gredler als unseren Speaker. Hannes ist, glaube ich, der Visionär hinter RT-Brick. RT-Brick ist ein Startup aus Bangalore, das ein neues bare-metal-basiertes Router-Betriebssystem zur Veredelung von Routing- und Cloud-Technologien entwickelt. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie komplex das Netz der Deutschen Telekom ist. Mehr Auswahl, mehr Innovation und niedrige Kosten. Das verspricht uns Hannes. Und er wird uns heute Abend erzählen, wie das dank neuester Technologie in einem so großen und so komplexen Netz umgesetzt werden kann. Hannes, the stage is yours. Wunderbar, danke dir, Theo. Vielleicht zunächst mal, mich freuen natürlich diese Diskriminierungsparagraphen, weil das heißt, ich kann als Österreicher hier auch sprechen. Ganz ausgezeichnet. Ich mache diesen Vortrag normalerweise mit dem Dr. Carsten Michel von der DETAG. Der Carsten, der lässt sich entschuldigen, der hatte leider einen Todesfall in der Familie. Ich bin, ich sag mal, seit 20 Jahren im Router-Business unterwegs. Sage immer zu meiner Frau, ich kann nichts anderes. Und habe das vorher eine Zeit lang, 15 Jahre lang bei Juniper Networks gemacht und habe mich dann mit meinem Partner Pravin Bandakar selbstständig gemacht 2015. Wir sind dann so um 2017 an die Deutsche Telekom eigentlich ganz durch Zufall gekommen. Und der Carsten, der war bei einem Team dabei, das nennt sich Access 4.0. Warum Access 4.0? Die momentane BNG-Plattform, die ja viele Netzbetreiber aus dem Wholesale-Geschäft kennen, das ist die sogenannte Access 3.0-Plattform. Und die Idee dahinter war, dass man einfach mal schaut, okay, jetzt hat man 15 Jahre Betriebserfahrung damit, wenn man das neu denken würde, wie würde man denn das machen? Und da das Team ist recht interessant besetzt worden, recht interdisziplinär, wurde Telekom untypisch eigentlich nicht nur mit Technikern besetzt, sondern eben auch mit Cost Engineers, die auch hier den wirtschaftlichen Aspekt betreuen. Und das hat sich eigentlich als sehr, sehr gute Entscheidung rausgestellt, weil oftmal ist es so, ja, als Ingenieur könnte man dieses und jenes noch machen und der Cost Engineer, der holt einen doch wieder recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, was geht, was nicht geht. Der Status quo ist bekannt. Also die Telekom hat an rund 1000 Standorten quer über Deutschland existierende BNGs deployed. Die sind ganz klassisch gebaut als monolithisches Chassis mit Linecards, die man halt je nach Bedarf erweitert. Und ja, eines der Dinge, die man hier während so einem chassisbasierenden Zugang bemerkt hat, war, dass im ganzen Lebenszyklus der Plattform hier ständig hier irgendwelche Änderungen zu machen sind. Also man muss irgendwie neue Linecards nachrüsten und das zieht dann wieder hier irgendwie Chassis-Upgrade nach sich und viele von euch kennen das. Und bei Access 4.0 hat man sich einfach mal überlegt, was wäre denn, wenn man das Ganze hier wirklich mal komplett disaggregiert machen würden. Also das heißt, wir holen uns einfach direkt aus Taiwan beim OEM unseres Vertrauens, bestellen wir uns hier Boxen mit einem bestimmten Formfaktor. Das ist mittlerweile, sage ich mal, sehr durchgetuntes Geschäft. Da kann man Bestelloptionen inklusive von RAL-Codes für die Sheet Metal bestellen, Chip-Zusammensetzung, welche CPU-Memory man drauf haben will.
Und dann schaut man auch dazu, dass man quasi den Middleware des Host OS, Standard Linux, so weit offen gestaltet, dass man auch als mehrere Softwareoptionen auf dieser Hardware hat. Man wollte hier auch wirklich bewusst weggehen von dem klassischen Chassis-basierten Systemen, einfach wegen so Plattform-Lebenszyklus-Fragen und eben, dass man hier inkrementell erweitern kann. Das Ganze soll natürlich eine breitere Basis sein. Also die Telekom hat da auch durchaus Interessen, das hier eine Community zu fördern und hat innerhalb des Telekom Infra Projects die sogenannte OpenBNG-Initiative mit anderen Mitstreitern, eben hauptsächlich British Telecom, Telefonica und Vodafone gestartet. Und auch diese ersten OEM-Baupläne für die Hardware sind hier auch geopen source zur Verfügung gestellt worden. Man erhofft sich dadurch, dass man auf Hardware-Seite einen Wettbewerb kriegt, dadurch, dass das System, wie hier wirklich eine Whitebox ist, eben auch mit den OpenBNG-Spezifikationen, dass man auch hier auch einen Wettbewerb im Softwarebereich dann hinkriegt. Am Anfang 2017 war das eigentlich nur so eine Feasibility Study, eine Machbarkeitsstudie. Das hat sich aber dann über die Jahre, wenn man dann erste Meilensteine erfüllt hat, also erstmal hier den kompletten Stack abgebildet hat, dann auch die ganzen Features der Access 3.0-Plattform übernommen hat, hat man da auch komplette Specking vom Management bis hinauf zum CEO bekommen. Also das ist hier wirklich der Telekom sehr, sehr wichtig, dass man hier dieses Ecosystem weiterentwickelt. Gut, warum bin ich da? Wir haben mit unserer kleinen Firma natürlich die Telekom hier in der Prototyping-Phase und jetzt auch in der Rollout-Phase unterstützt. Das heißt, wir machen ein reines Softwareprodukt, das auf on top von Standard-Whiteboxen von ich sag mal, den typischen Herstellern UfiSpace, Delta, Agema und auch Edge Core Networks aufsetzt. Und die Idee hier ist, der Software-Stack, das soll einfach alles abbilden, was ein Access-Netz so bereitstellen soll. Also einerseits die Funktion zum Core hin, ganzen ISIS, BGP, Segment Routing, MPLS-Unterstützung, aber eben auch den Access-Stack zu den Subscriber hin, inklusive den ganzen, sage ich mal, historisch gewachsenen Radius Extensions, L2DP Extensions, die ganzen Telekom-spezifischen Produkte, spezielle Queuing, Shaping-Konfigurationen, das haben wir hier also alles in unserer Software nachgebaut. Gut, was wir hier unterm Strich eigentlich architektuell gemacht haben, ist, ich sage jetzt mal, keine Raketenwissenschaft. Wir haben einfach das monolithische Chassis aufgebrochen, wenn man sich das mal so vorstellt. Man hat da typischerweise mehrere Linecards, Front-Facing, also Core-Linecards, Access-Linecards. Die sind meistens durch eine oder mehrere Fabric-Cards miteinander verbunden und ich habe dann auch noch einen oder mehreren Route-Prozessoren, welcher meistens die Management- und die Control-Plane bereitstellt. Wenn man hier so quasi in diese Box reinzoomt, stellt man fest, dass
A, die Data Plane untereinander hier ein proprietäres Fabric-Protokoll benutzt. Also ganz klar, wenn ich hier einen Hersteller A habe, kann ich hier nicht vom Hersteller A Core Line Card ein Interop mit der Hersteller B Access Line Card machen. Selbst wenn es vom physischen Formfaktor passen würde, meistens auf diesen monolithischen Architekturen, das sind alles irgendwie proprietäre Fabrics drinnen und wo jede Menge Metadaten zu jedem Paket mitgeschickt werden und das ist natürlich alles nicht kompatibel. Das gleiche Bild haben wir auch bei der Control Plane, bei der Steuerebene. Da gibt es hier meistens hier irgendwie interne Ethernet-Busse, da läuft irgendwie ein proprietäres RPC-Protokoll drauf. Und wiederum, da gibt es natürlich keine Dokumentation. Ich kann jetzt auch nicht hergehen und sagen, du, lieber Hersteller X, ich will irgendwie deinen Root-Prozessor nicht mehr, der gefällt mir nicht. Ich hätte stattdessen hier gerne irgendwie meinen eigenen Controller, der direkt Durchgriff auf die Linecards hat. Diesen Freiheitsgrad haben wir eben leider nicht. Gut. Was haben wir gemacht? Wir haben, und da war eigentlich unser Cost Engineer von der Telekom recht nüchtern in der Betrachtung, der sagt, wir haben eigentlich für diese Fabric-basierten Systeme, wir haben da irgendwie keinen Markt dafür. Das heißt, da gibt es irgendwie zwei, drei, vier Anbieter, die sind mehr oder weniger recht vergleichbar. Wir wissen aber, durch Reverse Engineering, wenn man hier wirklich die Linecards aufmacht und sich ansieht, welche Komponenten sind hier da, was kostet hier eine Bill of Material, was darf so ein Produkt eigentlich kosten? Also das sind Praktiken, die ganz normal im zum Beispiel im Automobilbereich sind, weiß man eigentlich ganz genau. Hier ist eigentlich ein sehr geschütztes Business und ja, da ist nicht viel Bewegung drinnen. Das heißt, man hat hier so eine ähnliche Vorgangsweise gewählt wie damals, einige von euch kennen das vielleicht, Google versus Yahoo. Ich baue entweder große, teure Spezialmaschinen mit Alpha-Prozessor oder eben so ein bisschen die Google-Schiene. Ich baue ein massiv verteiltes System auf Standard x86 Compute-Servern, die hier wirklich abgemagert sind auf das Minimum. Ähnliche Vorgangsweise hier. Wir modellieren das Chassis hier quasi als diskrete Komponenten. Das heißt, wir haben zum Core hin hier im Bild oben gezeichnet sogenannte Spine-Router, die repräsentieren quasi die Core-Line-Cards und dann zum Customer, zum Subscriber hin haben wir hier Access-Line-Cards, das sind auch dedizierte Geräte, die haben typischerweise ein, zwei Höheneinheiten. Und naja, das erste ist mal die Data Plane dazwischen, zwischen diesen Komponenten, die ersetze ich hier durch etwas, was wir schon seit 40 Jahren kennen und schätzen gelernt haben, nämlich ein Standard Ethernet IP-MPLS-Protokoll. Das heißt, es ist hier ganz einfach möglich, auch hier Hersteller zu mischen, weil eben hier die Basis-Ethernet-Spezifikation quasi unser Fabric-Protokoll ist. Das Zweite ist, dass wir auch auf der Kontrollebene sagen, okay, was muss ich hier tun, um hier jeden Dienst zwischen diesen Switches aufzubauen? Ich brauche irgendwie einen Transport-Layer. Gut, da haben wir uns entschieden eigentlich für die billigste Tunneltechnologie, die wir haben, MPLS. Und weil wir, ich sage mal, diesen ganzen Label-Mapping-Rotz, LDP und Tod und Teufel nicht implementiert wollten, haben wir uns dann auch für die Segment-Routing-Variante entschieden. Das heißt, wir haben hier eine BGP-basierte Control-Plane,
Label Unicast mit den Segment Routing Extensions und die stellt sicher, dass wir hier quasi einen deterministischen Label Transport in dieser ganzen Fabrik drinnen haben. Ich erzähle dann noch später genau, wie das Bootstrapping aussieht, aber das sind im Prinzip hier wirklich Standardprotokolle, die jeder implementieren kann. Da ist hier nichts Proprietäres dabei. Von der forwarding Hardware sind wir so vorgegangen, dass wir hier natürlich erstmal gewisse Chipsätze durchgetestet haben. Also klassische Data Center Chipsätze, klassische vollprogrammierbare Chipsätze. Und wir sind dann eigentlich hängen geblieben bei Broadcom, bei der Jericho bzw. Jericho 2 Familie. Nicht zuletzt, also die Packet-Prozessoren, die sind mittlerweile alle gut, würde ich sagen. Aber das, was Broadcom die Produktlinie hier wirklich auszeichnet ist, die haben einen sehr guten Traffic Manager. Also wir konnten da hier wirklich einen Großteil der Dinge, die wir beim BNG brauchen, also Stichwort hierarchische Queuing und Shaping Trees, konnten wir hier eins zu eins abbilden. Wir haben zuerst auf so einer OneRU-Plattform operiert. Das war damals Edge Core rund um diesen Qumran MX. Das ist also hier wirklich auch ein Standardchip. Den findet man auch irgendwie bei ganz vielen Produkten. Ich glaube, die ganze Cisco NCS-Linie, die ist auf Qumran MX aufgebaut. Und da gibt es eben so noch einen Spezialflavor, der Qumran MX, der hat nicht allzu viel On-Chip-Memory, On-Chip-Counter. Da gibt es dann noch einen Zusatzchip, Broadcom nennt den diesen KBP, Knowledge-Based Processor. Und das ist im Prinzip eine externe LPM-Maschinerie, eine externe TCAM-Maschinerie, externe Counters und damit konnte ich hier einigermaßen für die Prototyping, für das Prototyping-Stadium in einem Scale vordringen, wo ich hier wirklich Tausende von Subscribern abbilden kann. Da steht jetzt in Development, da sind wir mittlerweile fertig damit. Wir haben dann diese Basissoftware auf die nächste Chip-Generation portiert. Das ist auch die, mit der wir jetzt in Produktion gehen. Das ist ein Jericho 2 basierter Chip. Der ist recht ähnlich zu Jericho 1, nur eben mehr On-Chip, die KPP-Maschinerie, also grundsätzlich kann man sagen, so zwischen den Generationen, alles ist ungefähr mal Faktor 3 bis 4 größer On-Chip-Memory, größerer Durchsatz, größere TCAMs und ja, da wird es hier, sind wir in einer wirtschaftlich sehr interessanten Zone, um hier den auch mit einer sehr hohen Subscriber-Dichte zu arbeiten. Gut, wie schaut das im Netzwerk aus? Also das ganze Bild habe ich jetzt quasi um 90 Grad gedreht. Wir haben hier den Spine. Da gibt es noch eine kleine Spezialität zu Spines, wie ihr sie vielleicht vom Rechenzentrum, von Rechenzentrums Data Center Designs erkennt. Und zwar ist das Spine hier quasi kein reiner Forwarding-Knecht, sondern das Spine ist auch gleichzeitig ein Borderleaf. Warum ist das so? Naja, das hat jetzt im Prinzip damit zu tun, dass ein Großteil vom Telco-Verkehr eben für Access-Plattformen so klassischer North-South-Traffic ist. Also der geht vom Spine zum Leaf, ungefähr 90%, ungefähr 10% geht upstream und Ost-West-Verkehr, also von einem Leaf zum anderen Leaf, ist eigentlich fast gar nichts. Das sind 1-2%. Deswegen haben wir hier auch in diesen Bare Metal Spine Switch Plattformen auch hier einen Chip gewählt, der hier Full Table
Support kann. Also wir haben hier auf diesen Chips volle V4, V6 Routen drinnen. Auf der Kontrollebene haben wir auch die komplette Protokolllogik implementiert. Das sind im Wesentlichen ISIS, BGP für V4 und BGP 6PE für die V6 Internetrouten. Da haben wir auch noch für die IP-TV-Plattform hier eine ganz leichtgewichtige PIM-Logik, wo wir uns eigentlich hier statisch, pseudostatisch auf die Multicast-Trees reinjoinen. Das Interessante hier bei der Plattform ist, wir wollten eben, das Access 4.0 Design Team wollte eben nicht nur einfach einen BNG nachbauen, sondern hier eine gewisse Form von Programmierbarkeit machen. Das heißt, die haben hier ihre eigenen Controller-Logik implementiert. Die funktioniert ganz grob so. Diese ganzen Nodes, die Optical Line Terminals, die Leaves, die Spines, die registrieren sich bei dieser Plattform Abstraction Orchestrator oder kurz PAO. Und geben hier mehr oder weniger Topologiedaten bekannt. Das sind alles Dinge, die wir hier aus Protokollen wie LLDP rausziehen, aus Naming Extension für BGP, für die Fabric, aus den ISIS Extension, die wir eh schon haben. Mit dem Hostname Support können wir hier relativ schnell hier einen Connectivity Graph bauen. Und dieser PAO, der steht dann in Verbindung mit eben den ganzen OSS, BSS Daten, wo drinnen steht, was man hier auf welchem Port welches Telekom-Produkt gekauft hat. Und sobald hier der OLT vom ONT, also das Modem im Haushalt, eine Port-Up-Signalisierung erhält, dann geht die Maschinerie los. Also das ist eine Ad-Hoc-Provisionierung. Da wird nachgesehen, aha, wer ist denn das? Was ist denn das für ein Kunde? Was habt ihr für ein Produkt? Und dann programmiert hier dieser Power-Controller dynamisch ein Regelwerk auf den Leaf. Und dieses Regelwerk, das ist ganz grob ein Service Selection Regelwerk. Also wir haben am Anfang, haben wir uns natürlich überlegt, wie macht man das? Wollen wir hier irgendwie so ein Micro-Management à la OpenFlow realisieren? Sprich, wir bauen hier wirklich jede einzelne Instruktion nach. Das hat sich dann aber herausgestellt als ja, sehr, sehr intensiv. Jetzt, wenn man mal rechnet, man hat größere Wählämter, wo durchaus 100.000 Subscriber da sind. Dann habe ich je nach Subscriber-Service an die sage ich mal 70 bis 80 Forwarding-related Transaktionen pro Subscriber. Also ich muss die Route programmieren, ich muss Klassifizierungsregeln programmieren, ich muss Policer-Regeln programmieren, ich muss Shaping-Regeln programmieren. Also das sind so in Summe je nach Komplexität so, ich würde mal sagen, so zwischen 50 und 100. Ja, und wenn man sich dann mal überlegt, okay, 50 bis 100 mal 100.000, das ist keine schöne Zahl. Und das ist keine schöne Zahl, wenn man bedenkt, man hat hier bestimmte Vorgaben, ab welchen, wie lange die Plattform down sein darf. Keine Ahnung, noch irgendeinem Ausfall. Und da hat sich hier herausgestellt, da müssen wir entweder richtig dicke, fette Server hinstellen, dass wir hier diese Transaktionsleistung hinkriegen, oder wir machen hier so eine hybride Variante, nämlich wir lassen die Routing-Protokolle das tun, wo sie gut sind, Service Discovery, hier irgendwie ein Underlay bereitzustellen, und der Controller selber, der programmiert hier eigentlich nur den Leaf,
und hat hier so eine ganz eine einfache Service Selection Rule Set, wo er einfach sagt, hey, pass auf, Freund, hier ist ein bestimmter WLAN-Stack am Interface, der kommt rein und ich hätte gerne, dass du Folgendes damit machst. Der Action-Teil hier, der zweite Teil, da könnte eben sein, hey, das ist hier irgendwie ein Firmenkunde, bitte terminier den in einem Layer 3 VPN. Oder zum Beispiel, ich habe hier irgendwie ein Wholesale-Produkt und will hier später ein Punkt-zu-Punkt-Pseudowire einrichten. Wie gesagt, ich brauche hier nichts signalisieren, ich brauche hier nur mir ein Label besorgen, dann diese Regel einhämmern und vielleicht noch je nach Contract hier ein Shaping-Profil für diesen Pseudowire aufsetzen und dann geht es schon. Also die Idee hier war, dass wir Basis-Service-Selection-Regeln hier direkt am Leaf programmieren können. Das ist hier eigentlich ein absolut ausreichendes Vehikel, um sehr, sehr schnell neue Produkte einzuführen. Gut, der Provisionierungsprozess, der ist recht einfach. Wir haben hier natürlich das Ganze, was sich aus dem DC-Umfeld schon bewährt hat, hier einfach übernommen. Mit dem Unterschied, Stichwort ist hier Zero-Touch-Provisioning, das heißt, die Plattform ohne Softwarebetriebssystem kommt hoch, schickt hier DHCP-Messages am Out-of-Band-Management-Netz raus. Es wird dann letztendlich discovered am DHCP-Server. Was ist das für ein Gerät? Da gibt es einen kleinen Unterschied zu Rechenzentrumsumgebungen. Da ist hier der Identifier meistens die MAC-Adresse. Hier im Telekom-Workflow läuft sehr viel, oder generell in Telco-Environments läuft sehr viel über die Seriennummer. Deswegen haben wir hier auch den ONI-Bootloader dahingehend umgeschrieben, dass wir hier auch aufgrund von Seriennummern einen Switch identifizieren können. Naja, sobald wir das haben, kann ich hier über einen dritten Server ein Image downloaden und hier läuft der Standard ONI-Installationsprozess. Gut, ein zweiter Teil war dann auch noch diese Konfiguration der Router zu bewerkstelligen. Man hatte hier natürlich das Problem, also bei Bestandsplattformen läuft eben ganz viel über diese Router-Konfiguration. Das ist mehr oder weniger in den also es wird ständig hier an diesem Konfigurationsfile herumgedoktert, es wird auch versioniert. Das ist zum Beispiel hier etwas, was wir hier nicht wollten. Wir wollten hier auf Basis von Templates eine herstellerunabhängige Konfiguration durchführen. Das heißt, man hat hier so eine eigene Template-Engine, das ist auch nichts Aufregendes, also jeder, der schon hier irgendwie mal mit Ginger 2 rumgespielt hat, der weiß ungefähr, wie so etwas aussehen kann. Und wo hier, hier werden dann die Templates mit bestimmten Variablen kombiniert und es wird hier quasi bei einem Configuration Change wird komplett die komplette Konfiguration zusammengebaut und dann hier wirklich verteilt auf die aktiven Maschinen beziehungsweise auch in diese ZTP-Repositories, dass wenn diese Box rebootet, automatisch die neueste Konfiguration hier reingeladen wird. Also einfacher Hintergedanke werden viele von euch schon implementiert haben, eben
Ich will hier wirklich die Kontrolle haben, wie mein Konfigurationsfile aussieht und hier nicht hier irgendwie probieren, tausende von Routern hier auf eine halbwegs einheitliche Config zu bringen, sondern eben hier absolut im Prozess volle Regeneration zu bauen. Wie schaut diese Fabric jetzt aus? Was uns sehr gefallen hat, ich habe mit dem Carsten schon vorher im vor Artibreak auch noch zusammengearbeitet und wir haben da ein paar Plattformen innerhalb der Telekom gebaut. Und was uns da gut gefallen hat, war, wie man auf Deutsch so schön sagt, Mandantenfähigkeit, Multitenancy. Das heißt, wir haben diese ganze Spine-Leaf-Fabric zunächst mal als reines Transportsubstrat aufgebaut. Das heißt, jedes Leaf bekommt hier eine eigene private 32-Bit-AS-Nummer. Die Spines haben alle dieselbe 32-Bit, also je Pop dieselbe 32-Bit-AS-Nummer. Und BGP, so wie es die meisten von euch können, ist ja eigentlich ein explizites Protokoll, was explizite Konfigurationen voraussetzt. Wir haben hier einen Trick geborgt von wiederum Rechenzentrumsumgebungen, dass wir sagen, okay, all diese Switches sind IP, all diese Stacks haben IP Version 6 enabled. Das heißt, spätestens alle 60 Sekunden kriege ich ein Router-Advertisement und kriege dynamisch mitgeteilt, wie ist denn hier die linklokale Adresse meines Gegenübers. Wenn wir dann sowas sehen, dann machen wir einfach auf Verdacht hin eine BGP V6 Session mit diesen linklokalen Adressen auf und öffnen hier mehrere Transportkanäle. Am wichtigsten ist eben hier der V6 Labeled Unicast, aber dann auch V4 Labeled Unicast, VPN, V4 und diese ganzen verschiedenen AFI-SAFI-Familien. Das Ganze ist auch noch verknüpft mit Segment Routing Allocations. Also jeder von diesen Boxen hat hier innerhalb des WLANs des Central Offices eine eigene Segment Routing ID. Das heißt, die Labelwerte sind, diese Node-Labelwerte sind absolut deterministisch. Ist sehr praktisch, wenn man hier irgendwie probieren will, funktionieren alle meine Links, kann ich hier einfach durch Stacken von Node-Labels überprüfen, wie hier, ob hier Verkehr durchgeht, ob ich hier, keine Ahnung, irgendwie statistische Losses, solche Dinge habe. Gut, dieses Fabric-Protokoll, das ist reines Underlay-Protokoll. Also damit stellen wir hier nur lediglich einen Basistransport bereit. Was da drauf kommt, ist Everything as a Service. Das heißt auch die Telekom-internen Dienste, die werden hier als VAF bereitgestellt. Das heißt, dieser Undock-Punkt vom Spine Richtung Core Network, da gibt es eben ein Backbone VAF. Und das Gleiche gibt es dann nochmal auf den ganzen Leaves. Warum wollte man das? Man sieht hier durchaus diese Plattform für einen späteren Zeitpunkt so mal als Konsolidierungsplattform, wo man hier auch mehrere Plattformen, da gibt es ja einige, hier einsammeln und konsolidieren kann. Deswegen wollte man von Anfang an hier einen für diese Plattform ein Konzept, das mehr als einen Kunden vorsieht, auch wenn es nur interne Kunden sind. Momentan ist es so, dass wir hier zusätzlich zum BGP Version 6 Labeled Unicast Transportkanal hier VPN V4, V6 öffnen.
Und da kriegen wir eben hier vom Core Network Default Routes injecten wir in den Pod, beziehungsweise vom Subscriber injecten wir hier die Subscriber Pools innerhalb des Pods. Man hat hier, ich sag mal, da ist jedes Netzwerk unterschiedlich. Es gibt Netze, die sagen, ich habe hier jede Provider-Host-Route, die kann grundsätzlich auf jedem Leaf aufschlagen. Das heißt, ich muss die injecten. Andere sagen, okay, ich arbeite hier mit Pools, die irgendwie an bestimmten Leafs festgemacht sind. Wir haben gesagt, okay, egal wie man es dann macht, ich muss ein oder mehrere Prefixes injecten und da verwenden wir eben hier Standard L3 VPN dazu. Das zweite ist dann das Backbone Attachment. Da ist es so, dass wir ISS sprechen. Wir kriegen hier die ganze Topologie, die Alliance-Topologie-Information mit Segment-Routing. Also die Telekom, die ist da durchaus innovativ unterwegs und die haben schon den kompletten Kern umgestellt auf Segment-Routing. Das heißt, dieses ganze LDP-Interoperabilität, diese ganze Label-Route-Synchronisation von dem Ship-in-the-Night-Approach, das ist dann natürlich hinfällig. Das ist uns hier sehr entgegengekommen, weil man hier wirklich nur eine einfache, robuste ISIS-Implementation braucht, die hier ein V4 und eben ein V4 Labeled Unicast Transporttunnel in das komplette Core-Netzwerk bereitstellt. Man kriegt dann von mehreren Route-Reflektoren derzeit eher die Internetrouten rein. Und die Internetrouten, die docken quasi mit ihrem BGP Next Hop an einen von diesen Segment-Routing-Tunnel-Endpunkten an. Was hier so ein kleines Spezialfall ist, wir konnten hier nicht festmachen oder wir wollten uns nicht festlegen, wie viele Spines wir haben. Im Normalfall ist es ein Pärchen, aber es gibt auch größere Standorte. Wenn ich hier zum Beispiel irgendwie Pops habe, wo ich später mal im Produktlebenszyklus Kapazitätsengpässe habe, wollten wir uns hier auch die Tür offen lassen, zu sagen, naja, da könnt ihr auch, und wenn es nur für Migrationszwecke ist, eine Spine 3 und 4 drauf sein. Da haben wir hier auf das Konzept von Anycasting gesetzt. Und zwar alle Routen, die hier von dieser Spine Leaf Fabric in den Core exportiert werden, die scheinen nach außen hin nur mit einem BGP Next Hop auf. Es ist uns egal, über welchen Spine hier quasi der Downstream-Verkehr reinkommt. Jeder Spine hat grundsätzlich alle Leaf-Routen. Das hat sich hier als sehr gute Wahl erwiesen, speziell bei so Maintenance-Themen. Wenn ich sagen will, okay, ich muss jetzt Kapazität erweitern oder keine Ahnung, hier irgendwie einen Spine graceful aus dem Netz rausnehmen, ich kann das hier eigentlich zeigen, nahezu ohne Paketverlust. Gut. Das ist Unicast. Wir haben hier auch natürlich Multicast im Netzwerk. Im Access-Netzwerk ist es ganz grob so skizziert. Wir haben unsere IPTV-Broadcaster, die sitzen irgendwo im Core. Da kommunizieren wir hier mehr oder weniger statisch, welche Kanäle wir haben wollen. Über die Fabric, weil es eine BGP-basierende Control Plane ist, haben wir hier einfach ganz frech die MVPN Extensions implementiert, um hier Multicast S,G Subscriber States zu verteilen. Dadurch, dass wir eine flache Hierarchie haben,
machen die Spines recht einfache Ingress-Replication. Und die letzte Ebene ist dann die IGMP-Ebene. Da passieren eben die ganzen spannenden Dinge, wenn ich hier irgendwie so mit einer Telekom-TV-Box hier zwischen mehreren Kanälen hin und her schalte. Da gibt es relativ stringente Vorgaben von Join- und Leave-Latencies. Und ja, das war durchaus anspruchsvoll. Gut, wie haben wir das Ganze gemacht? Wir haben uns am Anfang mal überlegt, okay, hier habe ich eben ein traditionelles Telco-Umfeld. Ich habe hier bestimmte Tunneling-Protokolle, die sind etabliert, das sind, und die kann ich auch nicht wegdiskutieren. Also ich habe hier irgendwie MPLS im Core, ich habe L2TP für das ganze Wholesale-Geschäft. Und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, da gibt es dann doch irgendwie ein paar fiese Kombinationen. Also ich habe L2TP, ich habe eine Fabric, die ist MPLS-basierend, das Core-Network ist auch MPLS-basierend. Das heißt, das ist irgendwie ein recht harter Dependency-Tree. Ich habe mein Subscriber-Circuit, der resolved über L2TP, der resolved auf einen oder mehreren MPLS-Tunnel. Und wir haben uns dann mal die Frage gestellt, welche Middleware wählen wir jetzt? Könnte der Basis-Linux-Kernel diese Middleware sein? Und da haben wir uns eigentlich dann dagegen entschieden. Warum? Der Linux-Kern ist sehr IP-fokussiert. Da gibt es zwar mittlerweile MPLS-Extension, es gibt auch hier irgendwie L2TP-Loggable-Modules. Das Spannende ist hier aber, wenn ich hier probiere, hier mehrere Hierarchien, unterschiedliche Transporttunnel miteinander zu kombinieren, bin ich sofort in übelsten Kernel-Hacking drinnen und das wollten wir eigentlich nicht. Ich sage mal scherzhalber, der Pravin und ich, wir waren vorher bei einem Hersteller, wo eben der Kernel, der Betriebssystem-Kernel, die zentrale Message-Pass-Plattform war und das ist keine sehr gute Idee, weil es macht teilweise die Plattform instabil, ich habe Kernel-Crashes und es gibt auch ganz praktische Erwägungen. Die Leute, die Networking beherrschen, halbwegs funktionierende Software-Engineering-Kenntnisse haben und auch im Kernel zu Hause sind, das ist ganz eine kleine Gruppe. Also das ist irgendwie, da gibt es 20, 30 Leute auf dem Planeten und das war's dann. Also man kriegt kein Personal. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sagen, okay, wir wollten eigentlich diese ganzen Komponenten, egal ob es Configuration Parser ist, Routing-Protokoll, diese Forwarding Abstraction Database. Wir wollen all diese Dinge eigentlich als User Space Applikation haben. User Space Applikation bedeutet meistens dedizierter Prozess und da stellt sich dann die Frage, wie kann ich hier diese ganzen Komponenten miteinander verzahnen? Und haben gesagt, naja, wir brauchen hier irgendwie einen leistungsfähigen Message-Bus. Also und zwar jetzt nicht irgendwie einen Message-Bus, der hier, ich sag mal, so Kafka-artige Durchsätze bietet, sondern ich habe hier potenziell BGP-Workloads. Hier werden mehrere BGP-Fullfeeds gleichzeitig geladen. Da werden ständig neue beste Routen festgelegt. Die müssen irgendwie ausgewählt werden. Was ist die beste? Ich muss die Forwarding-Table damit programmieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da eine enorme Transaktionslast. Das war eigentlich eines der Dinge, die wir hier bei RTBreak selber geschrieben haben. Wir haben das mal anfangshalber irgendwie Redis-basierend gemacht und mal geprototyped, aber da waren wir irgendwie um Faktor 30 bis 40 daneben, was wir hier tatsächlich brauchen.
Gut, wir haben also hier quasi je nach Konfiguration zwischen 10 und 20 User Space Daemons. Die sind eben hier durch diesen Shared Memory Message Bus miteinander verbunden. Das Interessante hier ist, wir haben hier diese ganze Software ähnlich aufgezogen, wie in der Vergangenheit man eigentlich SQL-Schemata kennt. Das heißt, ich habe hier irgendwie eine Tabellendefinition, da steht drinnen, da, keine Ahnung, da gibt es 9 Spalten, 10 Spalten, da gibt es Key, Non-Key-Attribute, da will ich jetzt einen Index drauflegen für schnelles Lookup, da gibt es Dinge wie Foreign Keys, wo eine Tabelle auf einen anderen Entry zeigt. Und wir haben uns gesagt, okay, das ist eigentlich eine Idee, die gefällt uns sehr gut. Traditionell im Routing war es eben so, dass jeder irgendwie, sieht man auch bei Free-Range-Routing und BERT, da hackt man hier irgendwelche privaten Patricia-Hash-Tables zusammen. Und ja, wenn man das dann hier irgendwie erweitern muss auf andere Protokolle und, dann kann man hier meistens nicht viel wiederverwenden. Wir haben uns dann entschieden, auf diesen Database-First-Ansatz zu gehen. Jetzt ist natürlich unheimlich schön und sexy, das gebe ich schon zu. Aber das Interessante ist, wenn ich erstmal so eine formalisierte Datenbank habe, dann kann ich ein paar Dinge, die werden erstaunlich einfach. Zwar ist es so, wenn ich dieses Schema habe, kann ich sofort ein API-Gateway daraus generieren. Das heißt, wenn ich hier sage, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, neues Routing-Protokoll schreiben, sage ich, okay, ich habe hier meine Neighbors in der Tabelle drinnen, keine Ahnung, die Neighbor-IP ist mein Key. Und ich definiere das runter, drücke auf den Knopf und dann habe ich sofort das API-Gateway. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, diese Tabellen sofort zu befüllen. Eine weitere Spezialität von unserem System ist, wir haben den Code grundsätzlich als Runtime Loadable Module geschrieben. Das heißt, haben da wiederum so eine Idee aus der Datenbank-Industrie aufgegriffen, nämlich die Idee von Stored Procedures. Das heißt, ich habe jetzt mein Table-Schema. Sobald ich hier quasi einen REST-Post reingebe und diese Datenbank-Software merkt, oha, da ist jetzt irgendwie ein Object abgedatet worden, dann kann ich hier eben auch Module hinterlegen, die dann ausgeführt werden und sagen, hey, in diese Tabelle, da kam jetzt gerade neu was rein. Das Coole hier ist, man kann wirklich ein komplettes System damit bauen, das auch sehr gut performt. Und das ist hier eigentlich der zweite Teil. Ich kann die Dinge sehr, sehr gut testen. Warum? Ich kann hier quasi, ohne dass ich hier überhaupt eine externe I/O habe, kann ich sagen, okay, erzeug mir jetzt, keine Ahnung, eine ISS-Adjacency. Und dieses Stored Procedure für dieses Adjacency-Objekt, das macht dann was. Das erzeugt weitere Einträge in anderen Tabellen und ich kann sofort überprüfen, innerhalb eines Software-Moduls, macht es, tut das Ding die richtigen Dinge. Und da haben wir ja dann auch um dieses REST-API-Gateway rund um Robot-Framework eine eigene Library gebaut, um hier wirklich sehr schnell unseren eigenen Code auch zu validieren. Ich habe jetzt zum Schluss noch so mal ein kurzes Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Wie funktioniert denn hier so dieses mit diesen Stored Procedures? Stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier irgendwie drei Prozesse, ganz oben klassischen BGP-Daemon, dann unseren Forwarding Abstraction Manager, den RIP-Daemon und ganz unten den FIP-Daemon, der hier wirklich die Broadcom SDKs bespielt, beziehungsweise auch Cisco VPP für unseren Host-Path.
stellen wir uns vor, eben über REST-API oder eben über ein echtes BGP-Update wird hier links oben ein Entry in eine Tabelle reingelegt. So. Diese AppD-Routen, die werden subscribed vom RIP-Daemon. Dieser RIP-Daemon, der sieht, okay, hier habe ich für einen Prefix mehrere verschiedene Quellen, macht hier Best Path Selection und programmiert letztendlich hier eine lokale Tabelle. So, jeder von diesen roten Pfeilen ist jetzt unter der Haube so eine Stored Procedure, die ausgeführt wird und jeweils State in die nächste Tabelle überträgt und somit wandert es hier runter. Und zum Schluss habe ich eben hier diese berühmte Adjacency API Outtable, wo ich auch zusätzlich noch ein Bookkeeping habe für jeden Call, der Richtung JIP-SDK geht. Da hat sich herausgestellt, das ist also hier wirklich für das tägliche Troubleshooting absolut unerlässlich. Ich muss hier wirklich dedizierte Logs oder eben Table Entries haben, um herauszufinden, was ging denn jetzt an das API und was kam hier für einen Result Code zurück. Dadurch, dass wir das in einer Datenbank speichern, kann ich natürlich relativ schnell hier Queries absetzen, eben auch über REST und sofort isolieren, warum ist jetzt hier eine bestimmte Route, warum, keine Ahnung, gibt es hier kein, warum funktioniert das Forwarding nicht, und da kann ich hier komplett diese Transaktionslogs durchgehen und sehen, warum hängt es. Das ist der eine Vorteil von dem datenbankgestützten System. Der zweite Vorteil, der hat sich dann gezeigt, wie wir dann dieses System einbinden in Operational Flows. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, ich habe hier irgendwie 1000 WLAMs in Deutschland, ich habe hier, keine Ahnung, zwischen 4 und 8 Knoten. Das heißt, ich habe Hausnummer 6, 7, 8000 Switches, die hier in der Gegend rumstehen. Wie will ich denn hier Telemetrie machen? Wie will ich denn hier Betriebszustände übermachen? Und ich sag mal an die 400 Werte, die wir hier wollen pro Switch und das Ganze mal 6.000, 7.000, das ist wiederum keine schöne Nummer, diese zentrale Scraper, der wird relativ umfangreich, speziell wenn ich hier auch Hochfrequenz-Scraping machen will, wenn ich hier, keine Ahnung, Daten mit 2, 3, 4, 5 Sekunden Auflösung haben will. Wir haben dann eigentlich ganz einen frechen Ansatz gewählt und sagen, okay, wir implementieren hier nicht den, sage ich mal, 20 Jahre von SNMP-Stacks neu, sondern das Ganze ist ja hier unter der Haube ein Standard Linux, ein Ubuntu-Betriebssystem. Wir installieren da hier einfach eine Prometheus-Instanz drauf und haben hier so eine einfache Logik, hier eine einfache Konfiguration, wo ich Prometheus sagen kann, jeden beliebigen Wert, die ich hier in irgendwelchen Datenbanktabellen habe, kann ich hier samplen und in eine Zeitserie verwandeln. Ist ein sehr mächtiges Werkzeug, weil erstens, es gibt hier nicht diese Situation, dass, keine Ahnung, Network Operator sagt, oh, ich hätte gerne diese und jene Statistik. Ja, okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwie Feature Enhancement machen können und 18 Monate später kommt es dann. Sondern wenn wir hier irgendwie ein Skalar in der Datenbank haben, können wir den sofort in eine Zeitserie verwandeln. Wir wissen teilweise gar nicht, welche Werte hier der Betrieb hier übernimmt. Das Interessante ist auch, Prometheus ist jetzt nicht nur eine reine Zeitserie, sondern hat auch einen sehr mächtigen
ich sage mal, Arithmetikkern drinnen, wo ich Zeitserien erzeugen auch kann. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, bitte mir, schau mir hier die Summe aller Access-Interfaces an, summiere die auf und dividiere die durch Anzahl der eingeloggten PPPoE-Subscriber. Und falls dieser Schwellwert unter 10 Megabit pro Sekunde downstream geht, dann bitte schick mir einen Alarm. Das Ganze ist passiert hier absolut dezentral. Ja, das ist übrigens noch ein altes Slide. Der Alert Manager wird mittlerweile verwendet. Gut, und dann sind wir hier schon am Ende meiner Ausführungen. Wie gesagt, es hat am Ende länger gedauert, als wir das jeder erwartet hat. Wir haben gedacht, wir sind in 2 Jahren durch. Es sind jetzt knapp 3,5, fast 4 Jahre geworden und wir haben hier unsere ersten Router bereits in Produktion, in Neubau. Gebiet in Stuttgart und 2022 ist der Plan, dass der eben auf 80 weitere Standorte hier ausgedehnt wird und dann Zug um Zug in den nächsten Jahren die Access 3.0-Plattform abgelöst wird. Und Ja, damit liebe. bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, Hannes, vielen, vielen Dank. Super, super spannende Präsentation. Vor allem auch mal so einen Einblick zu bekommen in so ein ja deutlich größeres Netz, als es vermutlich die meisten von uns hier in der Community betreiben. Und das hat auch zu ganz, ganz vielen Fragen geführt aus dem Publikum. Und ich würde jetzt mal mit den ersten starten und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir haben. Okay. Wir haben auch noch unser Social später. Aber insofern gucken wir mal, was hier am meisten trendet. Und die erste Frage, die ich hier habe, ist, wie ist die Bereitschaft der Chiphersteller, hier SDKs und Co. bereitzustellen im Vergleich mit beispielsweise Nvidia und Broadcom? Ist eine gute Frage. Der Chip-Hersteller, wenn man speziell hier als neues Unternehmen aufkommt und sagt, hey, ich mache eh alles, ich unterschreibe NDAs und stillhalte und Vertraulichkeitsvereinbarungen. Viele Chip-Hersteller, die sagen natürlich, du, ich habe hier irgendwie ein absolut durchgetaktetes Business mit irgendwie 10% Geschäftsmargen. Ich habe gar nicht das Personal, hier irgendwie Leute abzustellen, um euch zu supporten. Ja? Also das ist mal das erste Problem. Man kann dann, da war die Telekom also in unserem Fall sehr, sehr hilfreich. Die haben das eigentlich sehr viel mit Broadcom eigentlich überzeugt, dass das hier was Größeres wird. Und dadurch kamen wir hier natürlich in Genuss eben dieser ganzen SDK-Hooks und wie man das programmiert und die ganzen Application Engineers. Da hatten wir Glück, aber generell ist es eigentlich sehr, sehr schwierig für ein kleines Unternehmen, dass ich hier so einen Chip-Hersteller sage und sage, okay, bitte gib mir Access zu einem SDK. Ich verspreche auch, ich frage nicht viel. Das stimmt nicht. Also man hat eine Support-Load von 5 bis 6 Fragen da. Ja, man muss nämlich auch sagen, Broadcom SDK, das ist jetzt nicht nur irgendwie der Chip-Treiber, sondern der macht auch das ganze Housekeeping von dem Chip. Das sind meistens irgendwelche Speicherbereiche, der macht das Management von diesen Speicherbereichen. Das ist also hier alles Middleware, die willst du nicht schreiben. Das ist scheußliches Zeug. Und da musst du eben teilweise wissen, wie funktioniert das. Die haben sehr gute Dokumentation, aber es ist Aufwand und du brauchst sicher 1, 2 Jahre Lernkurve, bis du hier so eine Chip-Architektur wirklich verstehst, einigermaßen verstehst, was sie tut. Ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da werden die meisten von uns viel, viel weniger Einblick kriegen oder viel, viel weniger Notwendigkeit haben, auch sich da Ich einzuarbeiten, Vergleich zu euch. hatte auch irgendwie vielleicht noch den direkten Vergleich bei
Firmen, die sehr, sehr offen sind, sehr, sehr liberal, kann man hier sagen. Barefoot, die haben hier wirklich jetzt Intel, die haben hier sehr, sehr guten Zugang zu den Entwicklungswerkzeugen. Ich kann mir da wirklich alles selber machen, selber helfen, das ist cool. Aber wenn ich dann hier irgendwie auf Scale gehe, muss ich wirklich wissen, wie kriege ich den verfluchten Compiler dazu, dass er mir den Code genau so optimiert, wie ich ihn jetzt für meinen Use Case haben will. Das heißt, ich habe jetzt zwar irgendwie volle Kontrolle und kann das alles machen, aber wenn ich hier wirklich ein Produkt at Scale bauen will, dann muss ich erst wieder nicht fragen und dass ich da Support von den Compiler-Experten kriege. Also ohne Support geht's nicht. Und da sind die Hardware-Hersteller meistens irgendwie eher dünn aufgestellt. Cool, vielen Dank. Kommen wir zur zweiten Frage. Die ist, wie resilient ist die Lösung? Wo liegen die Single Point of Failures? Hintergrund ist, dass wenn 90% der Endkunden auf dieser Plattform als direkte Telekom sind, als direkte Telekom-Kunden oder über Bras, auch andere Carrier. Wie groß ist das Risiko für einen Totalausfall? Naja, jetzt muss man sich natürlich ansehen, es gibt hier bestimmte Teile in dieser Fabric drinnen, da haben wir volle Redundanz, das sind im Prinzip die Spines. Und es gibt hier bestimmte Teile, da haben wir hier wirklich aus Kostengründen überhaupt keine Redundanz. Also klassische Leaves, wenn der Leaf Hausnummer abbraucht oder ein Maintenance-Window hat, dann ist der weg. Da geben sich jetzt im Prinzip zwei Konsequenzen daraus. Die ganzen Produkte, wo ich SLAs drauf habe, muss ich dann im Prinzip natürlich redundant anstützen. Also da muss ich hier wirklich von meiner Optik-Plattform hier wirklich alles doppelt anfahren und wirklich sehen, dass ich hier auf mehreren Leafs landen kann. Leaf Multi-Homing ist hier die eben technische Konsequenz daraus. Das zweite ist letztendlich, ob redundant oder nicht, das ist eine Metrik. Das ist eine Verfügbarkeitsmetrik. Und ja, ich habe natürlich bestimmte Dinge, da Regular Maintenance, Software Update. Da ist entscheidend, dass die Downtime niedrig ist. Also da sind wir hier durchaus beim Optimieren, dass wir sagen, wenn wir hier ein Software-Update einspielen, lass uns hier bitte nicht in Zukunft einen vollen ONL-Update machen und keine Ahnung, 6, 7 Minuten Downtime, sondern lass uns hier wirklich einen reinen Container-Upgrade machen, wo wir hier irgendwie den Hobel irgendwie in 10, 12 Sekunden komplett reinitialisieren können. Also da ist noch viel Detail. Also einmal auf der zeitlichen Achse und dann natürlich vom Netzwerkgraph, dass ich auf Multi-Homing setze. Cool, vielen Dank. Die nächste Frage ist auch eine ganz spannende aus meiner Sicht. Jemand aus der Community fragt, kannst du den wirtschaftlichen Unterschied zu klassischem BNG quantifizieren? Der ist ungefähr der Faktor 2. Also wenn man hier unterm Strich sieht, Telekom kauft aufgrund von ihren Mengen her natürlich sehr günstig ein. Selbst da ist der Unterschied ungefähr ein Faktor 2 bis je nach Konfiguration 2,5 für das gesamte Combo Hardware und Software kombiniert. Günstiger, nehme ich an. Genau. Genau. Cool. So, Die nächste Frage ist. sonst würden Sie es nicht machen. Genau. Die nächste Frage ist: Access-Netze werden in den kommenden Jahren auf 10 Gigabit und mehr ausgebaut. Wie passt diese Plattform dazu? Den zweiten Teil, wieder die Frage Die Frage nochmal, war: bitte. Ja. Access-Netze werden in den kommenden Jahren auf 10 Gigabit und mehr ausgebaut. Wie passt diese Plattform dazu? Das ist eine absolut native 10-Gigabit-Plattform. Also diese Leafs von diesem Cumran 2C, das ist ein 2,4-Terabit-Chipset. Der hat Downstream 64 10-Giga-Ports, auf dem wir hier auch OLTs anschließen können und Upstream, glaube ich, 8 mal 100G. Also der ist wirklich hier 10 Gig ready, und das ist die Idee dahinter. Man will dann natürlich auch höher bandbreitige Access-Produkte, wenn die Plattform mal flächendeckend verfügbar ist, anbieten.
Und die nächste Frage ist, gibt es Vorgaben zur Konvergenz? Wenn da Full Tables laufen, kann es schon mal dauern, wenn ein Pop stromlos war, oder? Da gibt es Vorgaben zur Konvergenz, ganz grob. Der Richtwert ist hier 5 Minuten. Also wenn wir hier ein Spine, hier wirklich ein Cold Boot machen, Software ab, ISIS Adjacency ab, Topologie reinladen, und bis hier wirklich ready for service auf allen Prefixes da ist, ist hier 5 Minuten als oberer Schwellwert. Und natürlich dementsprechend besser, wenn es natürlich schneller auch geht. Wobei ein Großteil, sage ich mal, von den 5 Minuten-Budget ist hier wirklich mal den kompletten Cold-Chip-Init durchzumachen. Das eigentliche BGP-Loading, das ist mittlerweile nicht mehr so das Problem. Man muss sich vorstellen, das sind im Prinzip 2 GHz Xeon-Prozessoren mit 8 Kernen und 2 GHz drauf. Also das hat schon, also es ist nicht so wie ein großer Server, aber das hat schon Bums, das Teil von der CPU. Sehr cool. Die nächste Frage ist nochmal eine ganz spannende und geht nochmal in die Richtung Chipsets. Und zwar fragt jemand, habt ihr auch Tests mit den P4-Chips gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel Zukunft hat. Die Idee ist super und könnte viel Sicherheit bringen. Ja, haben wir. Wir haben im Prinzip, ich glaube, 2018 einen kompletten BNG auf Barefoot, das war damals Tofino 1, implementiert. Wir haben das sogar mit eben vielen Compiler-Tricks dann irgendwie und ganz lieben Barefoot-Support hochgekitzelt auf 20.000 Prefixes. Das Problem hier ist bei P4 ist ein bisschen die Positionierung. Also der Chip war sehr auf Rechenzentrumsumgebungen positioniert und bestimmte Dinge, die wir hier zum Beispiel brauchen, Traffic Manager, dass ich hier irgendwie Off-Chip Buffering im der Broadcom-Chip, der hat 6 GB Packet Buffer als HBM ausgeführt. Diese Dinge, die hatte der Barefoot damals nicht. Jetzt mittlerweile mit Intel ist hier eine Hoffnung, dass man sagt, okay, Intel hat ja auch recht leistungsfähige FPGAs, dass man hier irgendwie die Programmierbarkeit von Tofino 2 mittlerweile mit den FPGAs vereint und somit hier eine Lösung hat. Und das wird auch ständig evaluiert, aber das ist jetzt nichts, mit dem wir hier dieses Jahr in Produktion gehen. Spannend, vielen Dank. Die nächste Frage geht so ein bisschen in Richtung Open Source und auch ZDP. Nämlich fragt jemand, welcher ZDP-Server wurde von euch verwendet und wenn er selbst entwickelt worden ist, wird oder wurde er Open Source? Nö, das ist ein Standard-ISC. Das Ding ist mittlerweile so modular und programmierbar. Ich finde, da braucht man nichts anderes. Also wie wir feuern hier vom Controller, kriegen wir hier mehr oder weniger eine ISC-Config-File, senden dem ein Hang-up-Signal und das war's. Also das ist ganz, ganz unspektakulär. Ja, manchmal ist es einfacher, als man denkt. Ja. Die nächste Frage hier in der Liste, und ich hoffe, du hast noch Geduld für ein paar Fragen, ist, warum wird immer nicht mit Encapsulation im Access gearbeitet? Warum keine echte 1500 MTU? Oder gibt es hier eine Lösung? Wie soll ich sagen, die Frage, die kann man nicht technisch beantworten, weil dafür gibt es eigentlich da gibt es keine Entschuldigung. Das ist irgendwie historisch gewachsen und irgendwie das Produktmanagement hat hier irgendwie bestimmte Befürchtungen, dass wenn man hier dieses Dienstmerkmal, auch wenn es ein negatives Dienstmerkmal ist, wenn man das nicht ad infinitum weiterzieht, dass Kunden verloren gehen. Es ist jetzt aus Technikersicht ist ein bisschen eine irrationale Diskussion. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist bei so großen Plattformen, sage ich so, ist einer der ganz wichtigen Dinge, dass ich, das ist ja auch für sich ein großer Change, dass die Dienstmerkmale gleich bleiben. Und da ist ziemlich rigides Testing, was gleich heißt. Ja.
Und ja, irgendwann sagt man, okay, ich mach mal's halt so, weil es so schon immer war. Aber wirklich technisch gibt es da eigentlich keine Begründung dafür. Sehr gut. Dann die nächste Frage ist, das Beispiel für Subscriber Services war mit PPPoE. Unterstützen diesen Stack auch IP over Ethernet Subscriber Services? Unser Stack unterstützt natürlich IPOE, aber das ist jetzt, Telekom hat eben aufgrund, da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie regulatorische Übereinkünfte mit ihren Wholesale-Kunden, hat eben hier PPPoE als eben alleinige L2BSA-Schnittstelle zum Subscriber hin. Also das Produkt kann natürlich beides. Wir haben am Anfang natürlich auch irgendwie gesagt, hey, jetzt ehrlich, wenn wir jetzt hier was neu machen, warum hier PPPoE-Tunnel? Und dann haben irgendwie der Verantwortliche den Vertrag rausgesandt und gesagt, schau doch mal diese Zahl an. Das ist das, was wir hier an Wholesale-Umsätzen haben, ist nicht verhandelbar. Gutes Argument immer, gerade in großen Netzen. Die nächste Ja, Frage geht also eher in Richtung. wir haben natürlich am Anfang irgendwie gesagt, um Gottes Willen, PPPoE, L2TP, seid ihr wahnsinnig, ich kriege gar keine Entwickler dafür. Die, die das können, die sind alle schon in Rente oder tot, oder? Also, und wir mussten dann hier im Prinzip hier diese ganzen Stacks. Die Telekom, die hatte dann eben ein sehr gutes Test-Framework, aber wir mussten aufgrund von diesem Test-Framework den Stack quasi reingenieren und tunen, bis wir hier einen All-Pass bekommen haben. Aber es ist in der Tat, das sind im Prinzip vertragliche Rahmenwerke, Übereinkünfte, das ist ein Riesen-Business. Ob jetzt da PPPoE oder IPoE, das ist technisch wirklich nicht relevant. Der Vertrag muss eingehalten werden. Gut, cool. Die nächste Frage, wie gesagt, geht in Richtung CPE. Und zwar fragt jemand, auf Folie 6 wird eine PPPoE-Session von der CPE zu einem Switch dargestellt. Ich kenne das aus unserem Netz, dass eine PPPoE-Session zwischen einem BERAS, in unserem Fall ein Router, und dem CPE aufgebaut wird. Was für Geräte sind hier entsprechend als BERAS tätig? Naja, das ist im Prinzip, das sind Bare Metal Switches und auf dem läuft unsere Software eben dieser Agibrick Full Stack drauf und der hat hier neben kompletten Protokoll-Support auch eben hier diese ganzen Access, also neben Routing-Protokoll-Support auch hier kompletten Access-Protokoll-Support und stellt sich quasi im WIF als PPPoE-Server dar. Sehr gut. Und damit kommen wir zur letzten Frage, Hannes, die mir auch ein großes Anliegen ist persönlich. Und zwar fragt jemand, wurde der CO2-Footprint per Kunde beim Design von euch berücksichtigt? Absolut, absolut. Wenn man sich anschaut, dieses ganze Kostenwerk, da gibt es natürlich den CapEx-Teil. Das sieht man am Anfang hier in diesem Faktor 2, 2,5, wo man hier im Prinzip besser ist. Das wirklich Interessante ist aber der OpEx-Teil, weil Broadcom ist mit ihren Chip-Architekturen preislich interessant und die sind auch absolut führend vom Power Draw, vom Stromverbrauch. Wir haben da teilweise Unterschiede, Faktor 2 bis 3 zu traditionellen ASIC-Chips von traditionellen Herstellern, die meistens irgendwie zwei, drei Generationen hinten nach sind. Also gerade mal hier irgendwie, um so ein Beispiel zu bilden, dieser Leaf-Switch, da kann im Prinzip 2,4 Terabit bidirektional abwickeln. Im Steady State, wenn der sage ich mal, keine Last hat, der braucht nur 170 Watt. Sobald ich hier 100 Gigabit Last dazu schalte, kann ich hier ungefähr sagen, werden es ungefähr 20, 25 Watt mehr. Also das ist vom Stromverbrauch
absolut attraktive Plattform. Da haben wir selber geschaut und irgendwie am Anfang, nee, das muss ein Messfehler sein, aber die sind hier wirklich absolut energieeffizient und wie soll ich sagen, in Deutschland Strom ist sehr, sehr teuer und es ist mittlerweile Powerverbrauch, diese berühmten Gigabit pro Watt, das ist mittlerweile die dominante Größe für die Wirtschaftlichkeit von so einer Plattform. Sehr cool. Hannes, vielen, vielen Dank. War ein super interessanter Vortrag. Spannende Einblicke in so ein Netz und auch in euer Startup. Ihr seid ja eins in diesem ganzen Telekom-Kontext. Und insofern, ja, bedanken wir uns für deine Teilnahme heute Abend und wir würden uns freuen, wenn auch du nachher noch im Spatial Set, also in unserem Social, verfügbar bist. Und dann, ja, kann dir das Publikum oder die Teilnehmer noch die eine oder andere Frage stellen. Ich logge mich da gleich ein. Super, vielen Dank, Hannes. Okay. Ja, an dieser Stelle hier bleiben mir nicht mehr viele Worte übrig. Ich würde euch gerne einladen, das Meetup zu bewerten. Ihr findet oben links im Venueless einen Link zu Rate the Meetup. Bitte gebt uns Feedback, bitte bewertet uns. Ja, nur so können wir uns verbessern und euer Feedback zum nächsten Mal einfließen lassen. Außerdem möchte ich nochmal hinweisen auf die nächsten Meetups, auf die nächsten Veranstaltungen, die wir organisieren. Da wäre einerseits das Leadership Meetup am 8. März und das nächste DENOC Meetup am 5. April. Das ja, findet ihr auf unserer Website, auf der Mailingliste alle weiteren Infos und auch die Anmeldemöglichkeit. Und jetzt lade ich euch alle herzlich ein, uns ja, gemeinsam im Social einzufinden. Ihr findet den Spatial Chat Link oben links im Venueless. Und ja, damit schließen wir für heute und ich freue mich auf euch im Social. Vielen Dank.